So, jetzt machen wir ein Experiment. Also hier oben, das da ist einmal für Salis ausgedrückt aus so gekauften Früchten auf Küchenkrepp. Dann ist einmal zerdrückte Physalis einfach so auf die Erde. Dann habe ich nochmal hier ein Töpfchen. Da sehe ich das nochmal manuell aus. Ja. Ich würde sagen, da lassen wir uns mal überraschen, ob das mit den auf dem Küchenkrepp ausgedrückten funktioniert und das. Ja. Ich habe nur die Vermutung, dass es da hier wegen Fruchtfleisch und so vielleicht eher anfängt zu gammeln. Ja. So, jetzt geht es hier um die Aussaat vom Paprika, einmal vom Gewürzpaprika. Das ist der hier. Und vom Spitzpaprika, das geht aber mehr so in Richtung Chili. Das wäre das. Das Saatgut ist aber schon relativ alt, deshalb streue ich das einfach so grob da drauf. Was aufgeht, geht auf und was halt nicht keimt, geht halt nicht auf. So, das machen wir jetzt auch mit dem anderen Paprika. Streuen das hier so drauf. So, da kommt dann jetzt gleich noch, weil das ein Dunkelkeimer ist, Erde drüber. Die natürlich schön andrücken. Damit das Bodenschluss kriegt. Dann wird das mit warmem Wasser besprüht, weil der Paprika mag das nicht so kalt und dann kommt da die Haube drauf. Moin und herzlich willkommen. Heute sehen wir die, machen wir so. Monatserdbeere Rügen aus. Das ist Lichtkeimer. Sagen wir, da das ein Lichtkeimer ist, streuen wir die Körner einfach da oben drauf. Ganz unprofessionell hier. Da seht ihr diese kleinen Pünktchen da, gell? Ja. Die arbeiten wir jetzt mit der. Da sprühen wir jetzt, dass das Bodenschluss kriegt mit der Zerstäuberflasche drauf.
Ja. Dann kommt da noch die Haube drauf und dann war's das. Genau. Wie ihr das natürlich von mir kennt, kommt da auch wie hier bei den auch heute abgefilmten Paprika-Aussaaten so ein Schildchen dran, beziehungsweise es kommt hier an das Grüne so ein Schild vom Etikettendrucker. Ja. Hat euch dieses Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.